Heute zeige ich euch einen super guten Köder zum Störangeln und den könnt ihr genauso auch zum Forellenangeln verwenden. Hi Leute, Hubertus hier von Fishing King. Heute geht es darum, wie sieht der optimale Störköder aus. Wir starten ganz simpel, einer meiner Lieblingsköder. Entweder so ein Pelletteig, Pellets, Haibut-Pellets hier zum Beispiel oder Fischpellets, ganz klasse. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Das ist so das typische Futter, womit diese Störe auch gefüttert werden in ihrer Aufzucht. Weil wir fischen hier nicht auf echte Störe, also Kaviarstöre, weil die sind ja auch geschützt und sehr, sehr selten. Sondern wir fischen hier auf eine Zuchtart und die werden natürlich hier wie die Forellen mit solchen Forelli-Pellets gefüttert. Die haben einen ganz besonderen eigenen Geruch, leider könnt ihr das jetzt nicht riechen, aber die könnt ihr im Grunde genommen auch in jedem Angelfachmarkt kaufen. So, wenn es erlaubt ist, dann macht es Sinn, wenn ihr eure Stelle ein bisschen anfüttert hiermit, ganz gezielt. In den meisten Forellenseen ist es nicht erlaubt, da könnt ihr euch hiervon auch eine Paste oder einen Teig machen. Geht einfach hin zu Hause, malt euch die in einer Kaffeemühle oder sonst was oder in einem Mixer und mixt das mit ein bisschen Wasser. Macht euch das hier an den Haken, in Klumpen, entweder als Köder oder ihr schlagt einfach ein bisschen was an der Angelstelle ab, mal so einen Klumpen. Das reicht schon vollkommen aus, um die Störer an den Platz zu locken. Und dann als Köder entweder Lachs super, einer der Top-Köder, oder aber, ich habe es ja gesagt, ganz simpel, Dendrobena oder Mistwürmer. Davon ein, zwei Stück an den Haken, noch besser. Oder eine Kombination aus beiden, werde ich euch gleich auch mal zeigen in einem anderen Video. Einfach speziell über Köder geht es da. Jetzt erstmal hier ganz basic-mäßig. Würmer sollte man eh mal mit dabei haben, auch mal beim Forellenfischen. Wenn alles andere nicht mehr geht, dann sind Würmer immer mal eine gute Alternative, ein guter Joker. Und die stechen wir hier einfach ganz normal drauf auf. Ja, ganz easy, machen so ein kleines Wurmpaket. Wir ziehen die nicht auf mit der Ködernadel, nämlich wir machen hier so ein kleines Paket. Warum? Wenn wir hier mehrere drauf machen und die bewegen sich so wie hier, dann hat der Stör es leichter, die mit seinen Barteln beim Grundeln, wenn der über den Platz geht, und das nennt man Grundeln, weil der frisst halt, werdet ihr nachher sehen, von der Maulform halt vom Grund her, dann hat er es leichter, diesen Köder auch zu finden, als wenn wir da einfach nur einen flachen Wurm liegen haben, der mit der Ködernadel aufgezogen ist. Ich mache hier sogar noch einen dritten drauf, dann ist es noch einfacher. So. Wie gesagt, wer nicht gerne Würmer anfassen mag, der kann das auch mit Teig oder mit Lachs machen, einfach einen normalen Räucherlachs. Auch ein Top-Köder, zeige ich euch nachher, wie ihr den am besten drauf macht. So. Auch mal ein Handtuch dabei haben, dann könnt ihr euch die Pfoten danach sauber machen. So, das Ganze wieder zu. Ihr wisst jetzt, wie der Köder zum Störangeln aussehen muss. Also immer ein paar Mistwürmer dabei haben. Viel Spaß damit am Wasser. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Macht's gut. Euer Hubertus von Fishing King.